So, schönen guten Tag, mein Name ist Björn Nadolski. Ich bin heute hier und präsentiere Ihnen unsere Häuser von der Original Group, die Temptation Resorts and Cruises und Desire Resorts and Cruises. Wir warten noch circa 2, 3 Minuten, bis die restlichen Zuschauer da sind und dann fangen wir auch gleich an. So, dann fangen wir auch an. Herzlich willkommen, mein Name ist Björn Nadolski. Ich präsentiere euch heute unsere 5 Resorts von Temptation Resort and Cruises und Desire Resort and Cruises, alles Firmen der Gruppe Original Group. Dann fangen wir auch an mit unserem Temptation-Konzept. Ist immer ab 21 Jahren gerichtet und richtet sich an Open-Minded-Publikum wie dem Robinson Club Chamuwa. Heißt also, auch hier ist es ein reines Adults-Only-Resort mit gewissen erotischen Einflüssen, auf die ich gleich nochmal zu sprechen gekommen. Tagsüber ist immer ein auf Erwachsene ausgerichtetes Aktivitätenprogramm, wie ich schon gesagt hatte. Sie können sexy sein, müssen es nicht sein. Werden wir auch gleich noch ein paar Bilder dazu sehen. Abends immer provokative Abendunterhaltung, oft mit Live-Musik. Ansonsten haben wir auch immer Resident-Headline-DJs da. Trendige Performance, Einsbrechern und vor allen Dingen allabendlich wechselnde Themenpartys. Die Themenpartys sind der große Knackpunkt immer im Temptation, finden jeden Abend von 21 bis 2 Uhr statt und wirklich das absolute Must-Do, wenn du selber mal in dem Resort bist. Es macht mega Spaß. Klamotten kann man sich vor Ort kaufen, kann man sich natürlich auch mitbringen, aber es lohnt sich mitzumachen. Es ist wirklich ein Spaß für jedes Alter dabei. Ansonsten natürlich, tagsüber haben wir natürlich schöne rundum à la carte Verpflegung mit Gourmet-Restaurants, auch Showcooking, also auch ein Teppanyaki-Grill ist vor Ort für Sie möglich. Insgesamt haben wir 6 Gourmet-Restaurants für Sie geboten, zusätzlich noch unser Buffet-Restaurant. Und ansonsten haben wir noch eine große Auswahl an natürlichen, veganen, glutenfreien und biologischen Zutaten. Anfangen tun wir mit unserem Mutterschiff, dem Temptation Cancun Resort. Wie man sehen kann, tagsüber und nachts zwei völlig verschiedene Bilder. Gerade abends ist es eben das Highlight, auch wenn man selber mal sagt, man möchte nicht im Temptation übernachten. Ich habe selber vor Ort schon andere Sachen. Lohnt es sich doch, abends bei uns vorbeizuschauen und sich diese Party mitzumachen. Denn es kostet ca. 80 Euro der Nachtticket und für 80 Euro hat man da den kompletten All-Inclusive-Service, kann also umsonst trinken, kann umsonst dort auch was essen und kann halt eben von abends bis spät in die Nacht eben bei uns mitfeiern und einfach mit dem Taxi sich rumfahren lassen. Das Temptation Cancun Resort liegt direkt in der Hotelzone in Cancun, heißt also, man ist nie weiter als 10, 15 Minuten mit dem Taxi von seinem eigenen Resort entfernt. Das Wichtigste auf einen Blick. 130 Zimmer, insgesamt 109 Premium-Zimmer haben wir in unseren Towern bei Temptation. Die sehen wir auch nochmal hier auf dem Bild. Oben in der Mitte natürlich, das sind unsere Towers, haben noch dazu den Zugang zu unserer Skybar, zu der ich gleich komme. 63 Suiten in dem Lush & Bush Tower mit Ocean View haben wir und 7 Restaurants, wie gesagt, und ein Café natürlich für Grab and Go. Insgesamt 4 Bars haben wir und 2 Schwimmerbars, einmal in unserem Sexy Pool und unserem Quiet Pool. Den werden wir auch gleich noch weitersehen. 250 Quadrat Fitnesscenter ist jetzt nicht das größte, aber es ist voll ausgestattet und hochmodern, heißt also, hier wird man auch in einer Woche auf seine Kosten kommen. Ausgewiesene Oben-Ohne-Bereiche meinen wir natürlich hiermit nicht nur im Poolbereich, sondern auch am Strand ermöglichen wir ein Oben-Ohne-Erlebnis. Allabendliche Motto-Partys und VIP-Check-In und Check-Out ist bei uns immer inkludiert. Hier haben wir dann auch schon unsere Zimmer. Das sind die Zimmer aus dem Lush & Bush Tower, wie man sehen kann, alle mit erotischen Einflüssen. Unsere Zimmer im Temptation, im Resorts and Cruises und Desire Resorts and Cruises wurden immer von dem berühmten ägyptischen Designer Karim Rashid erstellt. Den hatte man zuerst nur für das Temptation Cancun geholt und hatte dann für unsere beiden neuen Häuser in der Dominikanischen Republik ihn ebenfalls engagiert, weil er einen sehr guten Job gemacht hat. Wie wir selber sehen können, also es bringt einen Ton in Stimmung.
Auf den Zimmern in den Bash Tower, da haben wir immer einen Whirlpool auf dem Balkon. Und ansonsten sind die Zimmer sehr groß geschnitten und man hat hier eben wirklich genug Platz. Kann auch noch eine dritte Person mitnehmen. Die Couch ist auch noch ausklappbar. Oben links haben wir unsere Skybar, auf die ich schon zu sprechen kam. Wenn man bei uns in den Lush und Bash Towern übernachtet, ist hier der Zugang kostenfrei. Heißt also einfach hoch in den 8. Stock fahren und diese Bar mit benutzen. Hier kann man jeden Mittag auch nochmal zusätzlich ein kleines Lunchmenü bekommen. Das wechselt auch täglich, ist auch sehr empfehlenswert, gerade wenn man nur eine Kleinigkeit essen möchte. Und hier oben hat man in der Regel seine Ruhe. Es sieht sehr, sehr, sehr groß aus. Wir haben auch nicht nur hier oben den großen Infinity Pool, sondern haben auch noch dazu links und rechts jeweils große Sonnenliegeplätze. Und hier ist der Platz eigentlich nur so groß gestaltet, weil man einmal in der Woche bei einer Motto-Party hier nach oben kommt in die Skybar und hier zusammen mit einem eine große Foam-Party feiert. Heißt also, hier muss natürlich einmal in der Woche Platz für mindestens 200, 300 Leute geschaffen werden und dementsprechend riesig ist es. Tagsüber ist es aber eigentlich sehr leer. Mehr als 30 Leute habe ich da nie angetroffen. Unten links haben wir unsere Sportsbar. Hier kann man natürlich nicht nur Sportschau gucken oder auch alle anderen sportlichen Ereignisse. Hier kann man auch Billard spielen. Und weiter hinten rechts haben wir auch noch eine große Bar mit großer Bühne. Hier werden dann auch nochmal bei gewissen Abendveranstaltungen auch vorher nochmal eine kleine Vorschau präsentiert. Die geht circa 1 Stunde und danach geht man halt direkt hoch zu unserer Motto-Party. Das, was ihr rechts sehen könnt, ist unser Sexy Pool. Das ist unser Mittelpunkt im gesamten Resort. Hier trifft man sich also jeden Tag. Ab 14 Uhr geht hier die Bespaßung los. Kommen Entertainer vorbei und machen mit ihnen zusammen Tequila-Contest. Sei selbst der DJ, sei selbst der Barkeeper. Ne? Gibt alles Mögliche. Und bei besonderen Ereignissen haben wir dann auch zum Beispiel einen Sexstellungskontest, aber eben auch bring dein Sexspielzeug mit zum Beispiel. Ne? Das ist alles hier eher noch verhalten. Beim Desire Resort kommen wir dann wirklich auf unsere Kosten. Temptation richtet sich eher an das Publikum mit erotischen Einflüssen. Heißt also hier, wie gesagt, im Pool ist es ein erlaubter Oben-Ohne-Bereich, genauso am Strand. Aber dabei bleibt es auch. Und wir haben auch Personal, das abends auch kontrolliert, dass die Party halt bei der Motto-Party anfängt, aber dann doch im Zimmer endet. Haben wir dann einmal drei Motto-Partys, einmal links die Foam-Party, oben rechts haben wir dann unsere Neon-Glow-Party und unten rechts unsere karibische Nacht. Dann, wie gesagt, haben wir unsere Glam-Boutique. Man kann natürlich gerne seine eigenen Sachen mitbringen. Wer aber sagt, 23 Kilo ist schon ganz schön viel, ganz schön wenig, da kann ich gar nicht alles mitnehmen, was ich möchte, kann also auch hier vor Ort direkt was kaufen. Rechts ist unser modern ausgestatteter Fitnessbereich und unten links haben wir auch noch mal eine kleine Möglichkeit, auch noch mal für einen besonderen Abend, für einen Geburtstag oder für eine Silberhochzeit zum Beispiel auch noch einen kleinen Raum zu mieten für bis zu 8 Personen oder eben auch 10 Personen und hier einfach noch mal in privater Atmosphäre den Abend ausklingen zu lassen. Links haben wir einmal haben wir unseren Spa. Da haben wir natürlich auch Paramassageräume und auch natürlich ein Jacuzzi drin, ideal für Honeymooner, die vorbeikommen. Und rechts haben wir natürlich auch nochmal unseren Hydrotherapie-Kreislauf diesmal drinne. Wie ihr sehen könnt, voll ausgestattet, da hat man alles, was man möchte. Der Spa selber hat 8 verschiedene Behandlungsräume. Hier hat man also auch keine langen Wartezeiten zu scheuen. Dann machen wir auch schon einen Sprung rüber auf die Dominikanische Republik und landen im Temptation Miches Resort. Wie ihr sehen könnt, ist das jetzt seit diesem Jahr, im Januar hat es eröffnet. Und da haben wir schon mal das Wichtigste auf einen Blick. Es sind 320 Zimmer und 10 Suiten. Und die Räume wurden, wie gesagt, auch hier wieder vom Karim Rashid gestaltet. Das werdet ihr gleich erkennen. Ihr werdet die Zusammenhänge zwischen dem Temptation Miches und dem Temptation Cancun sehen. Ansonsten 6 Restaurants, 4 Bars, damit man auch hier auf seine gastronomisches Vergnügen hat, aber auch 2 Swim-Up-Bars hier. Der Sexy Pool und der Quiet Pool auch wieder natürlich jeweils mit einer eigenen Swim-Up-Bar, tägliche Themenabende. Und hier haben wir nochmal unsere Ganztagsveranstaltungen drin. Einmal Lucky Charms hatten wir jetzt im März und am 9. April hatten wir unser Oster-Event. Hier haben wir unseren Trendy Tropical View. Hier hat man also einen Blick direkt raus ins Grüne. Heißt also, hier muss man keine Angst haben, dass es abends laut wird oder dass nochmal irgendwie Krach entsteht, sondern das sind wirklich unsere abgelegene Zimmer, sehr ruhig gelegen, damit man also hier abends voll auf seine Kosten kommt. Wer jetzt lieber etwas actionreicher mag und sagt, ich bin voll mit dabei bei der Party, der sollte natürlich die Trendy Pool Vibe View wählen. Die befindet sich, wie man sehen kann, direkt an unserem Pool. Wenn hier abends Veranstaltungen sind, kann es natürlich bis abends um 23 Uhr noch etwas lauter sein. Ansonsten empfehle ich immer, wenn Sie Gäste haben, die sowieso mit dabei sind, nehmen Sie die Zimmer. Ansonsten müssen Sie sich dann doch leider für das Tropical View entscheiden.
Hier haben wir nochmal die Aufteilung Flexi Pool und Quiet Pool. Und der Quiet Pool ist schon, wie der Name es sagt, tatsächlich eine ruhige Atmosphäre. Dort wird man nicht mehr hören als leichtes Stimmgewirr. Heißt also, hier achtet wirklich jeder Gast darauf, dass man auf seine Erholung bekommt. Gerade morgens von 8 bis 12 Uhr ist es denn hier relativ voll, weil die Leute sich gerne nochmal sonnen. Und ab 14 Uhr geht es dann langsam wieder los im Sexy Pool. Und da beginnt dann auch wieder die Animation. Da kommen wir auch schon zu unseren gastronomischen Erlebnissen. Oben links haben wir einmal unsere Bar, die befindet sich direkt in der Nähe von der Pool. Und wenn abends Veranstaltungen sind, wird diese Bar auch immer mit einbezogen. Rechts haben wir unser Restaurant, das ist der Franzose. Und unten rechts haben wir auch nochmal ein Restaurant, das ist unser Italiener. Und unten links haben wir dazu die gehörige Bar. Ein wirkliches Muss für jeden, der mal in unseren Temptations ist. In Temptation Cancun haben wir das ebenfalls. Ich habe es mich aber jetzt entschieden, für das Mischis einzubauen, einfach daran, weil das jetzt gerade frisch fertig gebaut wurde. Und wie ihr sehen könnt, hat man hier tatsächlich nochmal ein anderes Dinner-Erlebnis. Hier wird nämlich ein Sechsgang-Menü aufgefahren und zu diesem Sechsgang-Menü hat man dennoch nochmal eine sechsteilige Burlesque-Show. Heißt, wie man auch sehen kann, haben wir hier eine Pole-Dance-Stange in der Mitte, haben einmal ein Pärchen, das auftritt und hier für sie während der zwischen den Gängen immer eine kleine Show vorführt. Mit verschiedenen Kostümen, es ist alles leicht erotisch, es wird immer sehr viel Haut gezeigt, aber die Gäste sind nicht nackt. Und da, wie man sehen kann, auch die Plätze hier sehr begrenzt sind, ist das halt wie im Teppanyaki. Hierfür muss man tatsächlich einen Termin reservieren, da das immer das angefragteste Restaurant jeden Abend ist. Links haben wir hier auch nochmal die Möglichkeit für eine größere Gruppe auch eine kleinere, privatere Atmosphäre zu schaffen. Hier haben wir noch mal ein paar Bilder. Hier sieht man noch mal, wie die Leute in Action sind. Das ist wirklich ein Muss für jeden, der da ist, der sagt, ich habe sowas selber noch nie gesehen. Es ist, wie gesagt, auch im Preis inbegriffen. Man kann es meistens nur zwei oder dreimal pro Aufenthalt nutzen, weil einfach der Andrang so groß ist. Daher meine Empfehlung, wenn das Resort gebucht wird, reserviert es gleich mit für den ersten Abend. Dann kommt man nämlich schon mal gut in Stimmung. Oben rechts haben wir unseren Mischis-Shop und unten rechts dann nochmal unser Fitnessbereich. Der Fitnessbereich ist hier etwas größer gelegen und natürlich auch topmodern ausgestattet. Alle Geräte sind gerade neu gekauft. Heißt also, hier braucht wirklich jeder, der auch an Fitness interessiert ist, in seinem Urlaub keine Angst haben, dass er hier an irgendwas fehlt. Hier haben wir auch mal ein kleines Überblick. Temptation Mischis auf der rechten Seite und das Grand Mischis, unser Exclusive Event, auf der linken Seite. Eröffnet wurde das ebenfalls im Januar 2023. Es ist wesentlich kleiner, es hat schon fast Boutique-Hotel-Atmosphäre mit 114 exquisiten Zimmern und Suiten. Das Unterhaltungsprogramm auch hier wieder nur auf Erwachsene ausgelegt, auch wieder ab 21 Jahren. Und zusätzlich haben wir hier auch noch unser Playroom. Den Playroom werde ich gleich auch nochmal zeigen. Den haben wir nämlich auch in unseren Desire Resorts. Das Temptation Grand Mischis vereint ein paar Sachen aus dem Desire mit dem Temptation, bleibt aber seinem Konzept treu. Heißt also, auch hier legt es sich eher auf Party aus mit erotischen Einflüssen. Jacuzzi und Pool sind immer Bereiche mit Bekleidungswahl, also heißt hier tatsächlich, es ist schon ein All-Naturell-Resort. Hier heißt also, man muss tatsächlich, wenn man möchte, keine Kleidung tragen. Das ist sowohl im Pool als auch in der Jacuzzi-Lounge möglich. An dem Strand ist es leider nicht erlaubt. Internationale kulinarische Gourmet-Erlebnisse haben wir hier, insgesamt sechs Restaurants, Zimmerservice und Fitnessraum so inkludiert. Haben wir einmal einen kleinen Überblick auf unseren Tropical View, auch wesentlich größer gestaltet. Auch wenn es die gleiche Kategorie ist, haben wir hier für jedes Zimmer mindestens nochmal 3, 4 Quadratmeter mehr eingeplant. Heißt also auch hier nicht nur ein großes Bett, sondern auch ausklappbare Couch mit Sesseln und auch noch und ein Jacuzzi im Zimmer natürlich. Heißt also, hier hat man wirklich genug Möglichkeit, auch sich abends noch zusammen im Zimmer hinzusetzen. Hier haben wir dann unsere sechs exquisiten Restaurants. Von Italienisch über Französisch, Asiatisch haben wir natürlich alles da. Und die karibische Küche darf natürlich auch nicht zu kurz kommen während ihrem Aufenthalt. Atemberaubende Bars haben wir. Und ganz besonders empfehlen tue ich Ihnen immer unsere Lobbybar, unsere Loungebar, wie ihr oben rechts und unten links sehen könnt. Hier wird auch nochmal sporadisch alle paar Tage immer ein Abendevent stattfinden. Das findet genauso wie im Temptation Cancun auch immer vor der Veranstaltung, vor dem Themenabend statt. Heißt also, 20 Uhr trifft man sich ungefähr dort in der Lounge, erlebt zusammen schon mal, hat schon kleines Warm-up, einen kleinen Eisbrecher und geht dann ab 21 Uhr rüber zu dem großen Themenabend. Auch hier, Quiet Pool und Sexy Pool ganz klar erkennbar, beide mit Schwimmerbar natürlich, der Sexy Pool wesentlich größer gestaltet und mit diesen Pontons in der Mitte, ist ideal für die Animateure, um selber mitmachen zu können. Und wie gesagt, ab 14 Uhr, spätestens 14:30 sind dann alle dort und haben Spaß und dann wird es eben auch dementsprechend laut. Wer denn also Ruhe sucht, sollte sich dann eben ab dem Nachmittag in den Quiet Pool zurückziehen.
Dann kommen wir auch schon zu unseren beiden Kollegen. Dafür müssen wir einmal wieder zurück nach Mexiko in die Riviera Maya. Jetzt kommen wir zu unseren Desires, den Desire Maya Pearl Resort und den Desire Riviera Maya. Beide circa 5 Minuten Autofahrt voneinander entfernt und liegen halt direkt im Mangrovenwald der Riviera Maya. Dann kommen wir erstmal zu unserem Konzept. Das Desire Konzept ist ein Erlebnis nur für Erwachsene und konzipiert für einzigartige, kleidungsfreie Atmosphäre, die ein Gefühl von Freiheit und außerhalb der konventionellen Umgebung vermittelt. Heißt also, hier haben wir all das, was wir im Temptation Cancun, in unseren Temptation Resorts haben, nochmal eine Stufe schärfer. Heißt also, es richtet sich definitiv an Open-Mind-Publikum. Es ist ein absolut Aktivitätsprogramm nur für Erwachsene. Das sind immer pikante Poolpartys, einzigartige Themenabende. Naturbelassene Bereiche zieht sich darauf, dass im gesamten Bereich ist eine kleidungsfreie Wahl besteht. Das heißt, es ist wirklich ein FKK-Resort. Alles hinter der Lobby könnte sich bewegen, wie sie möchten. Lediglich in den Restaurants haben wir natürlich aus Hygieneschutzgründen eine Kleidungsvorschrift. Rund um die Uhr à la carte Verpflegung im Gourmet-Restaurants heißt also auch hier, es ist natürlich jedem frei überlassen, wie oft er und wo oft er essen möchte. Hier haben wir wirklich keine Grenzen gesetzt. Und unsere Spielzimmer mit Innen- und Außenbereich sind natürlich das absolute i-Tüpfelchen, das die Leute, die dorthin fahren, das Open-Mind-Publikum definitiv suchen. Erstklassige Unterkünfte, die alle unseren erotischen und kleiderfreien und zugänglichen Atmosphäre treu bleiben. Können wir gleich auch nochmal dazu kommen. Allererst möchte ich euch nochmal ein paar Stammdaten geben. Ne? Sie sind ungefähr 30 Minuten vom Flughafen in Cancun entfernt und sind jeweils in Richtung Boutique-Hotel um die 100 Zimmer, 105 auf der einen Seite, 114 auf der anderen, jeweils in 5 oder 9 Kategorien. Und der Check-in fängt immer mit, ist immer ein persönlicher VIP-Check-in. Mit einem Glas Sekt wird man empfangen, wird dann also zusammen begleitet durch den Check-in, wird dann den Koffer schon abgenommen. Heißt also auch hier, so wie der Gast anreist und aus dem Taxi aussteigt, kann er sich also schon in seinen Urlaubsmodus begeben und wird langsam aber sicher in das Temptation-Konzept, in das Desire-Konzept eingeführt. Jeweils 3 oder 4 Spezialitätenrestaurants heißt also hier, dadurch, dass man einfach nicht die große Personenanzahl hat, hat man halt weniger Auswahl. Es ist aber auch möglich für die Desire-Gäste auch in das Partnerhotel zu gehen, wenn sie möchten. 4 Bars haben wir auf beiden Seiten und natürlich auch hier nationale und internationale Spirituosen inkludiert, damit dem Spaß keine Grenzen gesetzt sind. Und Zimmerservice ist immer rund um die Uhr verfügbar in beiden Resorts, aber natürlich gegen einen kleinen Aufpreis. Jacuzzi Lounge, Pool und Bar, Pool mit Jacuzzi, Fitnessraum und Cardiobereich sind ebenfalls in beiden vorhanden und auch der Topspot. Also wenn Sie jemanden suchen, um jemanden kennenzulernen, dann ist immer der Pool oder die Jacuzzi Lounge die richtige Wahl. Hier haben wir einmal unsere Zimmer. Sind in der Riviera Maya Pearl Resort in den Großteil mit unseren Indoor-Jacuzzis ausgestattet. In der Desire Riviera Maya Resort haben wir das nicht. Unsere Gourmet-Restaurants, ganz klar an den erotischen Touch angelehnt. Also, was Sie jetzt hier nicht sehen können, sind auch ganz viele kleine Ensembles, ganz viele kleine Anspielungen. Ne? Also, hier hört also das erotische Thema nicht auf, sondern man kann hier weiter träumen, man kann sich hier weiter der Atmosphäre hingeben, ohne dass es halt einen Abbruch gibt. Man geht hier ganz in Ruhe seiner Stunde essen und hat halt aber trotzdem nicht das Gefühl, dass man das Desire-Konzept verlassen hat. Hier haben wir einmal einen kleinen Überblick über unsere Themenabende. Also jeden Tag wechselt es und 2-mal im Jahr kriegen wir einen komplett neuen Plan. Also ob es jetzt eine weiße Soiree ist oder Pirates of Pleasure oder Sanjo in Neon Jungle, die Themenabende sind sehr unterschiedlich. Manche sind mehr erotisch, manche sind dann doch eher auf Party ausgerichtet. Und so ist halt für jeden immer was dabei. Wer sagt, ihm gefällt das nicht, kann natürlich in unser anderes Desire gehen und auch dort dann essen. Kommen wir jetzt zu unseren großen Besonderheiten, nämlich dem Playroom für Erwachsene. Von großer Dancefläche mit Pole-Dance-Stange über Zeckschaukel, über Handschellen an der Wand ist dort wirklich alles gegeben, um allen Fantasien freien Lauf zu lassen. Hier ist es ganz klar erwünscht, sich auszuleben und sich kennenzulernen. Heißt also, wenn Sie hier bis Ende des Tages noch keinen kennengelernt haben, spätestens im Playroom ist es dann soweit. Und hier wird alles dafür getan, um diese zwanglose, freie Atmosphäre aufrechtzuerhalten. Und heißt dementsprechend, jeder kann alles, aber muss nichts. Dann kommen wir auch schon zum Abschluss. Wo könnt ihr unsere wunderschönen Resorts buchen? Ganz klar, bei den großen Tour-Operatoren sind wir bei TUI, Schauinsland und Vitus vertreten. Bei den kleineren sind wir bei Aphrodite Travel, Miramare Reisen und Springtime Reisen.
Last but not least möchte ich euch natürlich auch noch auf unser Belohnungsprogramm hinweisen. Wenn ihr bei uns bucht, ab 7 Nächte plus gibt es bis zu 25 € Payback pro registrierte Buchung. Einfach bei Temptation Rewards eure Buchung eingeben, wenn die erledigt ist. Die Belohnung kommt in dem Moment, wo die Gäste bei uns einchecken. Wer ansonsten noch Fragen hat oder auch gerne noch Factsheets möchte oder MediaValet, hier unten habt ihr nochmal die Links. Ansonsten schreibt mir gerne, schickt mir eine Mail und dann komme ich natürlich auch nochmal auf euch zu. Ansonsten besucht gerne die Seite. Dort werden alle Webinare für die Zukunft auch angeschrieben. Wöchentlichen Newsletter haben wir. Und wenn wir mal einen Farmtrip-Platz verlosen oder eine Ambassador-Campaign starten, passiert das über 48 Stunden vorher über unsere Seite. Dann bedanke ich mich vielmals für eure Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen allen noch ein schönes Wochenende. Auf Wiedersehen. Jetzt kommen wir auch schon zu unserem letzten Punkt, nämlich den Patient Rewards. Das haben wir natürlich nicht vergessen. Hier haben wir nochmal ein Video für euch zusammengestellt, weil es immer viele Leute gibt, die Fragen haben. Wer nochmal eine genaue Ausführung dazu haben möchte, kann mich gerne anschreiben und ich sende euch gerne nochmal den Link zu. In Zukunft wird es natürlich auf unserer Playa-Website ebenfalls verfügbar sein, das Video. Dann bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit und wünsche euch allen einen schönen Tag.
So, dann bedanke ich mich bei allen für ihre Aufmerksamkeit und wünsche euch allen ein schönes Wochenende. Bei Fragen schreibt mir gerne eine Mail. Ansonsten wünsche ich Ihnen allen, wie gesagt, ein schönes Wochenende. Auf Wiedersehen. Tschüss.